Ja. Ist ja schon gut. Was ist denn hier los? Ja, was ist das denn für eine Begrüßung hier in der Anstalt? Kein fröhliches Hallihallo mit Arme hochwerfen? Keine überbordende Charmoffensive hier? Was ist denn los mit Ihnen? Also so hätte ich auch anfangen können. Sie, was wissen Sie denn von Charme? Ja, nichts, aber von Offensive. Mein Gott, die Zeit drängt und die Themen schreien nach Behandlung, Herr Priol. Ja, die haben letzten Monat schon geschrien und vorletzten auch. Die schreien doch immer, ob wir sie jetzt behandeln oder nicht. Der Strom der Zeit geht seinen Weg, Herr Priol. Und wenn ich meine Hand hineinstecke, so tue ich das, weil ich es für meine Pflicht halte und nicht, weil ich glaube, dadurch seinen Lauf zu ändern. Hä? Aussichtslos mit Ihnen. Hier, nehmen Sie davon mal eine. Ah, ja. Furchtbar mit Ihnen. Ach, schon egal jetzt. Oh mein Gott. Was wird denn angeschwemmt vom Strom der Zeit? Das Treibgut des Niedergangs. Schauen Sie sich die Umfragen doch an. Ja, das mache ich ja. Deswegen bin ich ja so unruhig. Deswegen beunruhigt mich auch Ihr Zustand, nicht wahr? Ich weiß, wie die Umfragen sind. Die Zeit drängt. Wir müssen loslegen, nicht wahr? Ich kann Ihnen nur eins sagen, nicht wahr? Das Superwahljahr geht in die Zielgerade. Und da müssen wir loslegen. Und wissen Sie, mit wem? Mit Ihnen müssen wir... Gute Zeit, dass er wegkommt. Ach, der, komm. Die 5 Jahre mit ihm, die kriegen wir auch noch rum. Sonst wird überhaupt nicht besser mit Ihnen. Sie sind ja genauso tranig. Das ist ja furchtbar. Die haben ja doch gesagt, dass das Zeug sofort wirkt. Ist doch ein netter Kerl. Und er tut viel fürs Land. Letzte Woche hat er Fohlen getauft. Fohlen? Ja. Wie heißt es denn, das Fohlen? Keine Ahnung. Hotte Hü wahrscheinlich. Aber wir kriegen ihn schon noch. Wir kriegen ihn schon noch, diesen überflüssigen Kostenposten. Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses sitzen, dann wirst du die Leichen deiner Feinde vorbeitreiben sehen. Ausgezeichnet, funktioniert ja doch, das Zeug. Ja. Also, da können wir jetzt mal Klartext reden. Können wir jetzt mal vernünftig drüber reden, was vor uns liegt. Wagen Sie es nie wieder in meiner Gegenwart, das Wort vernünftig in den Mund zu nehmen, in einem Wahljahr, in dem Themen vor uns liegen, die nach Behandlung schreien. Ja, da ist Vernunft völlig fehl am Platz. Da muss geholzt werden, dass die Späne spreißeln. Da muss man in den Strafraum grätschen und dorthin gehen, wo es wehtut. Ich will Protestmails, bis der Server braust. Mann, die Dinger sind gut. Mal unter uns, wo haben Sie denn die her? Willy Brandthaus führt das Stock bei Wasserhöfel klingeln. Da verteilen sie die Dinger en gros mittlerweile. Was glauben Sie, warum der Müntefering auf die Idee gekommen ist, dass die SPD stärkste Fraktion werden könnte im Herbst? Moment mal, was heißt denn hier stärkste Fraktion? Boden ist schon festgetrampelt, jetzt müssen wir noch rauf auf die erste Sprosse. Absolute Mehrheit zum Greifen nah. Ja, nur ganz so ist es ja nur auch wieder nicht. Also. Gut, wenn sie ganz reicht, machen wir nochmal rot-grün. Das hat mit Gerd Schröder schon mal prima geklappt. Mit Merkel ganz nicht, wir auch nicht. Braucht sich keine verschlechtern. Glück auf. Ja, also jetzt... Also ein bisschen finde ich. Ich finde, ein bisschen differenzierter sollten das schon betrachten. Ach, differenzierter Quatsch. Münte ist doch nur ein kleiner Gruß aus der Küche. Was? Wenn der weg ist, dann kommt der Köhler dran und danach der zweitgrößte Horst im Land. Wer? Seehofer! Wie ein aufgeplatzter Maiskolben wird er nach der Europawahl auf den Komposthaufen der Erfolglosigkeit gefegt, um dort Jürgen Klinsmann zu düngen mit den Tränen von Udo Lattek. Vielleicht darf man sie nicht auf nüchternen Magen nehmen. Nüchtern? Nüchtern ist das Ganze doch sowieso nicht mehr zu ertragen. Ich musste die Pressekonferenz mit Dieter Althaus erleiden. Der gläubige Katholik, schwer beladen mit juristischer Schuld. Wenn das Gutachten der Meinung ist, dass ich auf Schieren gestanden habe, dann muss ich das wohl so akzeptieren. Und da kommen Sie mir mit nüchtern? Hier steht's, man muss sie vierteln. Ja.
Vier teilen, richtig. Und zwar alle durch die Bank. Und mit denen fangen wir an. Mit der Bank. Erst wenn die nicht mehr da sind, werden wir merken, wofür wir sie nie gebraucht haben und dass man sie am Ende noch nicht mal essen kann. Ja, vierteln und mit viel Wasser steht da. Waterboarding, sehr gut. Für jedes neue Renditeversprechen noch mal 100 Liter dazu. Und am Ackermann darf sich der CIA noch extra austoben. Also hören Sie, ein bisschen sprunghaft wird Ihr Gedanken jetzt. Ich mach mir Sorge, es geht doch letztlich um die Wahlen. Sie können doch nicht etwa das drohende schwarz-gelbe Unheil im Herbst mit Waterboarding bekämpfen. Nein. Waterboarding reicht für Merkel und Westerwelle nicht aus. Da muss Folter ran. Einsperren die beiden in einem fensterlosen Raum und dann Neonlicht und rundum beschallen mit ihrem eigenen neoliberalen Deregulierungsgewäsch der letzten 10 Jahre. 23 Stunden am Tag. Und in der freien Stunde gibt sämtliche Weihnachtsansprachen von Horst Köhler als Endlosschleife. So, wenn das kein Programm ist, darauf gehe ich jetzt ein Trinken. Ja, Wasser. Viel Wasser. Und ich glaube, in kleinen Schlucken wäre gut. Viel und... Mein Gott, das kann ja heiter werden. Dabei ist das ja gar nichts so Außergewöhnliches, nicht? Dass man da mit Tabletten da die Reserven mobilisiert, das hat es ja immer schon gegeben. Das Wunder von Bern, nicht? Da haben sie auch mit Tabletten nachgeholfen. Oder hier damals beim Ring um den Endsieg, da ist im Führerhauptquartier geschnupft und gespritzt worden, dass der Bunker wackelt. Nicht? Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite, meine Damen und Herren. Ich habe das schon veranlasst über eine Privatdetektei. Lass ich überprüfen, ob man uns schon heimlich irgendwas ins Trinkwasser mischt. Irgendwas, was uns tranig und gleichgültig macht. Das ist alles schon da gewesen. Die Angst vom Zorn der Massen ist groß, ein Schaltstellen der Macht. Und die Zornkraft, das ist unsere größte Kraft. Nicht der große Zorn natürlich, verstehen Sie? Da muss man behutsam mit umgehen. Ich meine den großen Zorn, den großen Einsatz, nicht das kleine Zornhandwerk, das sich in verfuschten Handlangereien da erschöpft, nicht das. Schöne Formulierung übrigens, habe ich von Sloterdijk. Kennen Sie Sloterdijk? Ich lese gerade sein Buch über den Zorn. Wunderbare Bettlektüre. Ich wüsste zu gerne, was der nachts nimmt, wenn er sowas schreibt. Der Sloterdijk, nicht wahr? Aber im Prinzip hat er ja recht, nicht wahr? Der Sloterdijk. Die blinde Wut Einzelner, die bringt uns nicht weiter, weil auf der Gegenseite ja auch nicht die blinde Gier Einzelner steht, sondern die systematische Akkumulation des Kapitals, wenn Sie es verstanden haben. Die Zusammenballung von Kapital. Immer mehr Kapital in immer weniger Händen. Nicht wahr? Wie ein Hochamt des Geldes, das seinen Finale entgegenbraust und zum Schlussakkord, dafür müssen wir unseren Zorn sammeln. Und zwar genauso, dass er wie beim Geld von der spontanen Anhäufung bis zur systemischen Akkumulation und Anhäufung anbraust, bis das Zornkonto voll ist und die Kriegskasse gefüllt. Und dann schlagen wir uns beim zusammenbrechenden, auseinanderfallenden Kapitalismus auf die Seite des guten Kapitalismus und nicht auf die Seite des schlechten. Die lassen wir verrecken, die schlechte Seite des Kapitalismus. Nicht wahr? Das ist ja Blödsinn, dass wir uns die schlechte Seite retten und an unserem eigenen, an unserer ohnmächtigen Wut ersticken anschließend. Wir schlagen uns auf die gute Seite, wir geben dem Angelegten, diesem riesigen Haufen Geld, einen neuen Sinn und lassen die Bad Banks samt ihrer Erzeuger in ihrem verdienten Bilanztod niedergehen. Ja, wir dürfen nicht, warten Sie. Ja, jetzt, ich bin noch... Der wichtige Gedanke ist, dürfen wir dem Irrsinn nicht das Feld überlassen. Das sehen Sie. Oder glauben Sie, dass ich der Irre bin? Dass ich in die Anstalt gehöre? Falsch. Achten Sie mal nur auf den Projektnamen der Bundesregierung für die zu gründenden Bad Banks. Wissen Sie, wie das Projekt heißt? AIDA. Anstalt in der Anstalt. Ist das Galgenhumor oder Weitsicht der Name? Frage ich Sie. Mir ist es völlig... Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe mir zum 1. Mai Freigang beantragt. Habe ich mir auch selber bewilligt. Ich bin der Patientensprecher. Nicht mal... In der Werktherapie bastle ich an einem Transparent. Ein Einhandtransparent nur für mich allein. Und da steht oben drauf... Wenn ein Reicher stirbt, und wenn er reich stirbt, dann hat er Schande über sein Leben gebracht. Großartiger Satz, den hat vor 100 Jahren der berühmte Multimillionär Andrew Carnegie gesagt. Und wir sollten nicht nochmal 100 Jahre verplempeln. Auf Sie mit Gebrüll. Nicht wahr? Lass es mal überzeugen. Was mich so... Dieses Gerede neuerdings, ne, von wegen, wenn die Krise sich verschärft, dann drohen soziale Unruhen. Das ist doch Blödsinn, oder? Nicht hier, oder?
Soziale Unruhen, das heißt bei uns, es gärt in der Reihenhaussiedlung, wenn der Nachbar sich ein neues Auto kauft. Sauerei! Der hat ein größeres Modell jetzt als wie ich, obwohl er die gleiche Abwrackprämie kassiert hat. Dem gebe ich, dem brunze ich heute Nacht an den Kotflügel. Na, aber sonst, wenn es wirklich brenzlig werden soll, kommt schnell ein neues Thema, das von allem anderen ablenkt. Ne? Wie jetzt, kaum verkündet die Deutsche Bank schon wieder 25% Rendite, batsch, bricht die Schweinegrippe aus. Ne? Geht's los. Ja, und das andere, die Gesellschaft rückt doch zusammen. Sieht man an dieser bescheuerten Hagebaumarkt-Werbung. Vor der Krise hieß es immer, Hagebaumarkt, mach dein Ding. Jetzt in der Krise, Hagebaumarkt, hier hilft man sich. Und bald macht jetzt wieder jeder sein Ding, weil im Grunde genommen ist die Krise ja vorbei, bevor sie eigentlich richtig ankommen ist. Jo, hat die Kanzlerin bei der Eröffnung der Hannover Messe festgestellt. Vielleicht ist diese Messe ein kleines Signal dafür, dass wir langsam am Tiefpunkt angekommen sind. Oh, Mädchen, aufgepasst, habe ich mir gedacht. Das hat der Klinsmann in der Saison auch nach jedem zweiten Bayern-Spiel gesagt. Herr Jürgen! Jürgen Klinsmann, der wegen seiner Reformen immer mit einem Atemzug genannt wurde, mit Angela Merkel. Und kaum hatte die sich optimistisch weit aus dem Fenster gelehnt, batsch, kam das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen. Jungs, 6% Minuswachstum. Jetzt prallen Pessimisten und Optimisten wieder aufeinander. Die Pessimisten sehen sich nach den neuesten Zahlen bestätigt. So, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir ganz unten. Jetzt ist es vorbei. Tiefer können wir nicht mehr sinken. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Dann kommt der Optimist, um zu trösten. Sagt, doch, doch. Na, und mittendrin die Kanzlerin. Boah, die muss ja mittlerweile ihre ganze Strahlkraft aufbieten, um das zu sichern, was ihr am wichtigsten ist, ihre Macht. Und sie wird tatkräftig unterstützt. Allen voran die Bildzeitung, das Zentralorgan für Schädel-Hirn-Traumatisierte. Na, dort durfte sie uns visionär aufzeigen, wie es mit unserem Land weitergeht. Ich will, dass wir nach der Krise zur Normalität zurückkehren, zu unserem alten Kurs. Ich sage, je schneller, desto besser. Hey, habe ich mir gedacht, da hat aber wirklich mal jemand was aus der Krise gelernt, oder? Wir sollen möglichst schnell zurück zu dem Kurs, der uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen. Da sind sie mittlerweile sogar in ihrer Partei ratlos und sagen, wofür steht diese Sphinx eigentlich? Na, das hat sie uns ja bei Anne Will verraten. Mal bin ich konservativ, mal liberal und mal christlich-sozial. Und übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Das ist so super. Du kommst einfach... Ja! Herr Priol! Ja, der Herr. Ja, Belzig, das ist der Herr. Belzi, Sie sind ja schon Stammpatient ja, bei uns. Ja, Sie wissen doch, wenn mir nichts mehr einfällt, komme ich in die Anstalt. Und jetzt wollte ich Sie mal was fragen, Ihre Meinung. Was halten Sie davon, dass wir diese drohende Bundestagswahl, dass wir die jetzt vielleicht besser absagen oder verschieben? Was? Warum das jetzt? Ich laufe mich gerade warm. Ja. Machen Sie mal langsam. Die Lage ist sehr ernst und sie wird immer ernster. Und ich frage mich schon, ist es sinnvoll, dass wir jetzt Zeit, Geld und Energie mit Wahlkampf verplempern? Verplempern. Wahlen sind ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal der Demokratie. Das können Sie nicht einfach so da mitwirken, nur weil es mal ein bisschen knistert im Gebälk. Oh, der Herr Priol, ja. Sie reden so staatsbürgerlich, das kenne ich gar nicht von Ihnen. Ja, ich glaube an dieses Land und an seine Menschen. Haben Sie was genommen? Das tut jetzt nichts zur Sache, primär. Das ist, aber Wahlen verschieben ist doch Unsinn. Das lässt doch das Grundgesetz gar nicht zu. Ach so, ja, das Grundgesetz, schade, ja. Hm. Ja, weil Wahlen kosten ja auch Geld und nicht gerade wenig. Und ich frage mich, können wir uns das leisten? Was schätzen Sie, kostet eigentlich so eine Bundestagswahl? Mit Rentenerhöhung oder ohne? Nein, netto, ohne Wahlgeschenke. Ach so, ja, ne, will man es auch so über den Daumen, 200 bis 300 Millionen. Lächerlicher Betrag. Ja. Peanuts. Ja, ist jetzt wirklich nicht viel. Ja, eben, was kriegen Sie heute noch für 300 Millionen?
Naja, für 300 Millionen könnte zum Beispiel die Hypo Real schon wieder 1 bis 2 Stunden entspannt weiter sterben. Ja, ja gut, aber ja, sehen Sie, aber mehr doch nicht. Aber Wahlen sind ein grundlegendes Investment in der Demokratie. Ja, Moment, Investment. Aber hey, Herr Brill, beim Investment macht nur, Investment macht nur Sinn, wenn es einen Ertrag gibt. Und was ist der Ertrag dieser Wahl? Wahrscheinlich wieder eine große Koalition unter Führung von Frau Dr. Merkel. Merkel, Führung? Glauben Sie an Hexe? Nein. Wäre Ihnen das wirklich 300 Millionen wert? Naja, man muss ja immer nicht gleich vom schlimmsten Fall ausgehen, oder? Ja gut, dann gehen wir vom allerschlimmsten Fall aus, ja. Schwarz-Gelb bleibt auch alles beim Alten. Aber Guido Westerwelle wird Außenminister für 300 Millionen. Da brauche ich, glaube ich, eher noch eine zweite Tablette. Hören Sie mal, ich bin hier nur mit großer Mühe wieder zum Optimisten aufgebaut worden. Das lasse ich mir von Ihnen nicht gleich wieder kaputt machen. Sie gehen jetzt auf Ihr Zimmer, aber ein bisschen hopp, zack, zack. Ist ja unglaublich. Man muss doch auch mal eine Frage stellen dürfen. Können Sie von denen nicht unterscheiden und das B von B ist eine Unverschämtheit. Ja, bitte. Dann wählen wir halt. Bitte, ich will keinen falschen Eindruck erwecken. Ich bin überhaupt nicht gegen Wahlen. Ja, ich will wählen. Im Grunde wollen alle wählen. Das Problem bei Wahlen ist ja nicht die Nachfrage. Das Problem ist vielleicht eher das Angebot. Na, es geht doch vielen bei der Wahl, dass sie immer genau wissen, wen sie nicht wollen. Aber sie wissen nie, wen sie wollen. Es ging mir schon bei der letzten Wahl so, das war eine Landtagswahl. Ein Riesenwahlzettel, 350 Namen und ich kannte keine Sau. Ja. Und die, wo ich kannte, konnte ich nicht leiden. Ja. Ich habe dann negativ gewählt. Ja. Ich habe die durchgestrichen und dazu geschrieben, der nicht. Ja. Aber, ja. Ja, aber wahrscheinlich ist es schon besser, wir wählen. So eine Wahl hat ja vielleicht auch eine Ventilfunktion. Gerade jetzt, wo ja dauernd, man soll es ja nicht sagen, aber wo ja doch dauernd von sozialen Unruhen in Deutschland die Rede ist, in Deutschland. Die Gesine Schwan sagt, in 3 Monaten wäre es soweit. Das wäre Juli. Urlaubszeit. Bin ich gespannt. Die Revolution ist mit dem ADAC abzusprechen, ja? Nein. Nein, bei uns nicht, da mache ich mir gar keine Sorgen. Woanders schon, in Frankreich, ja, die Franzosen haben auch eine andere Protestkultur. Schauen Sie mal dieses Revolutionsbild an, ja. Die Juli-Revolution 1830 von Delacroix heißt er, glaube ich, ja. Die Freiheit führt das Volk an. Und jetzt achten Sie bitte auch durchaus auf die Gesichter, ja. Diese Entschlossenheit, ja, dieser Kampfeswille, ja, dieser Mut. Und auch die Frau, achten Sie auch auf die Frau. Sogar die Brüstli hat sie frei gemacht. Nur für die gute Sache, ja? Großartig, ja, so macht man eine Revolution. Aber wenn ich mich hier so umschaue, Heimatland, ja? Blanke Ratlosigkeit und nicht eine freie Brust, ja? Sie hätten doch das Zeug dazu, was wollen Sie? Nein, aber ich sage Ihnen, ich spüre das körperlich, dieses überhaupt null vorhandene Mobilisierungspotenzial. Also auch Sie, ein freundlicher Mensch, ja, aber, und auch, dass Sie in der Krise unruhig werden, das nehme ich Ihnen ab, aber dass Sie Unruhe stiften, nicht so, oder? Nicht so. Machen Sie mal bitte so, richtig, und die auch hoch, so, ja, und so bleiben Sie bitte sitzen bis zum Ende der Sendung, ja, nein. Nein, lassen Sie es. Es ist nicht Ihre Stärke, gell? Diese schlaffe Faust reicht vielleicht gerade noch dazu aus, Ihre vermutlich bedauernswerte Frau zu schikanieren, ja? Oder mal im Supermarkt, wenn die Schlange sehr lang ist, dann rumzubrüllen, zweite Kasse, ja? Dann der Maximalmut hält der Schlange, ja? Ich sag Ihnen, ein Franzose würde niemals rufen, zweite Kasse. Der würde das Zeug einfach nehmen, heimgehen, ohne zu zahlen, ja. Und die erste Kasse würde er noch mitnehmen, ja. Aber wir sind ja eine Konsensgesellschaft. Wir brüllen auch noch zweite Kasse, weil wir es gar nicht abwarten können, dass man uns abzockt, ja.
Was ist eigentlich eine Konsensgesellschaft? In einer Konsensgesellschaft hat jede Münze zwei Seiten. Und jeder hat ein bisschen Recht. Und wenn wir alle vernünftig bleiben, gibt es immer einen Kompromiss. Das werden wir in einem Jahr erleben. Kündigungsbrief, ja, aber das Porto zahlt der Arbeitgeber. Ja. Das wird der Franzose nicht mitmachen. Was macht der Franzose? Was macht der Franzose, wenn der Kündigungsbrief kommt? Er nimmt die Top-Manager in Geiselhaft. Ja. Wünscht sich der Lafontaine hier in Deutschland auch? Ich nicht. Ja. Bringt dir nichts. Nehmen die deutschen Top-Manager in Geiselhaft. Was sagt der Rest des Landes? Behaltet sie die Flaschen. Ja. Also. Nein, aber der Franzose. Der Franzose ist anders drauf. Wissen Sie, was der Franzose auch sehr gerne macht? Autos anzünden. Frankreich ist ja das Mutterland des brennenden Automobils. Das hat historische Gründe. Einmal wegen 1789. Und zum anderen war das lange Zeit bei französischen Fabrikaten das einzig wirksame Mittel gegen Rost. Ja. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich dürfte es ja eigentlich, also man dürfte es nicht sagen, aber ich sage, schauen Sie mal, ein brennendes Auto, ja. Es schaut doch eigentlich ganz schön aus, ja. Und vielleicht kommt es ja hier auch bald, dass die Autos brennen. Und dann seien Sie nicht beunruhigt, weil es hat auch was Gutes. Vom Autoabfackeln garantiere ich Ihnen, profitieren die deutschen Premiumhersteller Mercedes und BMW auf alle Fälle mehr als von der Abwrackprämie, ja. Und wenn ich Ihnen jetzt vielleicht Lust gemacht habe, wenn Sie hier rausgehen auf ein kleines spätes Osterfeuer, dann denken Sie dran, beim Autoabfackeln müssen Sie nicht darauf achten, dass das Auto 9 Jahre alt ist, ja? Und deswegen, ich gehe lieber. Sie müssen auf jeden Fall viel trinken. Viel trinken. Viel und in kleinen Schlucken, das ist sehr wichtig. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte mich übrigens noch mal bedanken, dass ich auch mal in Ihrem Fahrstuhl mitfahren durfte. Och, gerne, jederzeit wieder. Auch gerne mal allein, wenn Sie möchten. Lässt die Wirkung schon wieder nach? Reingelegt! Was? Das mit dem Aufzug war ein Witz. Wagen Sie es ja nicht jemals. Ja, es ist ja schon gut. Ich habe für einen Augenblick gedacht, Sie hätten wirklich begriffen, um was es im Grunde wirklich geht. Hab ich doch auch. Boden ist immer noch festgetrampelt. Leiter steht, Sprossen fehlen halt. Aber Gerd Schröder hält sie fest. Wir können Wahlkampf, Merkel kann das nicht. Wir sind im Plan. Sie trinken zu wenig. Ich werde mich als Frau verkleiden. Was? Ich glaube, Sie sind völlig dehydriert. Das wird das Ende der großen Koalition besiegeln. Wenn Sie sich als Frau verkleiden? Ja, ich gehe als Beate Klarsfeld. Die hat die letzte große Koalition mit einem Schlag beendet. Sie sind also tatsächlich der irrigen Hoffnung, dass sich die Geschichte wiederholt, wenn Sie die Kanzlerin ohrfeigen? Nein, mache ich nicht. Niemals. Noch nicht mal öffentlich. Schade eigentlich. Mach mir doch nicht die Hände schmutzig. Also, ja. Können Sie mir bitte sagen, was das soll? Ja, das würde ich auch gern wissen. Das ist Herr Sonntag, so eine Neueinweisung. Ein sehr interessanter Mann. Wenn ich ein Salamibrötchen essen will, dann will ich ein frisches, knuspriges Brötchen essen. Mit zart rauchiger Salami. Und keine nasse Semmel. Keine nasse Salami. Und vor allem keinen Salat. Salatphobie? Ich weiß. Ich spreche nicht vom Salat. An sich, ich spreche von dem Wahn, überall, aber auch überall Salat dazu zu legen. Immer ist alles auf Salat, manisch. Käse auf Salat, Steak auf Salat, Fisch auf Salat, Obst auf Salat, Salat auf Salat. Ja, Pralinen werden ja sogar schon auf Salat verkauft. Sag ich doch, der hatte Salatphobie. Nein. Er gilt eigentlich als der Anführer einer neuen Bewegung für totale Reduktion und Bescheidenheit. Ah. Ja, sollen wir jetzt vielleicht hier jeden aufnehmen, der Bescheidenheit predigt? Jetzt hören Sie mal gut zu, guter Mann. Ich bin hier nicht der Caterer und für die Verpflegung zuständig, klar? Dafür wenden Sie sich bitte an unseren Patientensprecher. Es ist unglaublich, was wir hier noch alles mit dem... Ja, bagatellisieren Sie mich hier bitte nicht. Ja, es geht nicht um eine Verpflegung. Die Salatgarnierung ist das lächerliche Symptom eines eklatanten globalen Fehlverhaltens. Immer mehr, nie weniger. Neulich war ich bei IKEA. Da gibt's Topflappen und Sockenboxen auf Salat. In San Francisco werden vegetarische Leichen auf Salat beerdigt.
Was soll das? Die Welt wird nicht besser auf Salat. Ja. Der hat was am Sträuße. Das ist ein ganz normaler Spinner. Nein. Hören Sie, der Mann hat querulatorisches Potenzial. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und er praktiziert das. Er hat Hausverbot in über einem Dutzend von Elektro- und Möbelmärkten, weil er die Verkaufsgespräche gestört hat. Hausverbot. Hausverbot? Rausschmiss, weil ich konsumgeile Kunden mit Erfolg davon überzeugt habe, dass sie nichts brauchen. Sehr gut. Dass alles, aber auch alles, was sie angeblich brauchen, total überflüssig ist. Ausgezeichnet. Das fängt beim Salat an und hört beim digitalen Bilderrahmen noch lange nicht auf. Da kommt man mit dem Wegwerfen gar nicht mehr nach. Also bitte, eigentlich hat er recht. Ja, ich sehe überhaupt keinen Grund, den noch länger hier zu behalten. Ja, doch gerade deswegen. Mit ihm können wir trainieren. Der bringt uns Sachen bei, wie wir noch nicht können. Ja. Der Mann ist aktiver Konsumverhinderer. Ja, ist schon der gut. Ist systemrelevant. Ja. Aber der ist systemisch. Guter Witz. Der begreift überhaupt nicht, was man mit dem Mann alles machen könnte. Ja, darf ich? Ja. Ganz kurz. Ich finde, so ein kleines bisschen haben Sie es mit dem Salat schon übertrieben. Übertrieben? Ich. Nein, ja. Ich habe überhaupt nicht übertrieben. Bitte hier. Was? Ja, hier, ach, ein Salatblatt. Ja. Also, Reduktion ist das Einzige, wo eine Übertreibung unmöglich ist. Ich meine, Sie sind doch das beste Beispiel. Ich? Ja, Sie. Ich meine, Sie haben doch in vorbildlicher Weise bei sich selbst angefangen. Was? Ja, ich meine, Reduktion am eigenen Leib. Also das ist, also ja, jetzt was. Ja, Entschuldigung, bitte schön, was haben Sie denn mit Ihrer Hand groß gemacht, als Sie sie noch hatten? Fangen Sie mir nicht so an. Können Sie Ihre Grundsatzdebatten können sich aufheben, wenn wir nächste Woche im Willy-Brandt-Haus sind? Aber fangen Sie nicht an, über meine Hand zu diskutieren. So viele Freunde haben Sie hier nicht. Moment, vorsichtig umgehen. Ja, also, ach, hören Sie mir doch auf. Können Sie mit meiner Hand anfangen? Was hat er gemacht? Also, Ich frage mich wirklich, wozu braucht der Mann zwei Hände? Um Damen in den Mantel zu helfen? Das wäre einer emanzipierten Frau gegenüber eine frauenfeindliche Beleidigung. Um Liegestütze zu machen? Das wäre Körperkult. Um links auf die Alt-Taste zu drücken und rechts mit einer externen Maus rumzufummeln? Schweinerei! Ein Arm ist besser als zwei Arme. Und was ist besser als zwei Arme? Kein Arm. Reduktion. Wenn Sie keinen Arm haben, können Sie nicht ins Regal greifen. Wenn Sie nicht ins Regal greifen können, brauchen Sie kein Regal. Wenn Sie kein Regal brauchen, brauchen Sie keine Wand. Wenn Sie keine Wand brauchen, brauchen Sie keine Wohnung. Und wenn Sie keine Wohnung brauchen, brauchen Sie keine Miete zahlen. Und wenn Sie keine Miete zahlen brauchen, dann können Sie jederzeit ungestört in Urlaub fahren. Der Lohn der Reduktion. Aha. Herr Sonntag, das wird ein längerer Aufenthalt bei Ihnen hier, he? Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Was Sie da reden, ist ja total unverantwortungslos. Ja, Reduktion. Ha. Reduktion, sage ich Ihnen, ist ja wohl das Allerletzte, aber das Allerletzte, was die Wirtschaft im Moment gebrauchen kann. Aber ich befinde mich in sehr guter Gesellschaft. Thomas von Aquin, Augustinus, Buddha, ja. Jesus. Aber wenn Sie jetzt alles so dermaßen reduzieren, was machen Sie dann mit Ihrem Geld? Das liegt auf der Bank. Aha, sehen Sie, und das ist das Problem, dass es da liegt und nicht fließt. Ja? Liegend macht Geld keinen Sinn. Kannst du deswegen nicht sinnlos ausgeben? Ja, wurscht, Hauptsache ausgeben. Nur ausgegebenes Geld macht Sinn. Ja, deswegen bin ich ja sehr dafür, wenn in Zukunft Menschen zu viel Geld anhäufen, dass sie keine Zinsen mehr bekommen, sondern Gebühren zahlen müssen. Lagergebühren für zu viel Geld. Ah, ja, die Deutschen haben 1 Billion Sparguthaben. Was glauben Sie, was hier in Schwung kommen wird? Ha. Da würde natürlich jeder die Gebühren sparen wollen und sein Geld ausgeben und dann nächste auch sparen wollen und so weiter und so weiter. Da bräuchten wir gar keine Banken mehr. Ja, ein äußerst positiver Nebeneffekt. Ja. Und dafür möchte ich kämpfen. Ja. Wer sein Geld nur hinlegt, der muss zahlen dafür. Ja. Das ist mein Anliegen. Ich glaube, für Sie wird das ein längerer Aufenthalt hier. Nein. Hören Sie, das ist nicht von mir. Das ist Diogenes hat schon gesagt, Geld aus Knochen, das irgendwann stinken anfängt, dass man es loswerden will. Aber das ist doch der im Fass. Ja, der vom Fass. Hat er nicht öffentlich onaniert sogar? Ja, das macht man dann, spricht man dann später. Ja, also. Mann, du. Das ist aber ehrlich, das ist toll. Jetzt ist aber langsam. Hä?
Mein Lieber, jetzt sind wir aber langsam mittendrin im Wahlkampf. Die Schlacht um Europa tobt schon. Und hat ausgerechnet Horst Seehofer hat bekannt, dass es nur eine Partei gibt, die Europa würdig in der Welt vertreten kann. Die CSU. Das ist unklar. Wenn du jetzt durch die Gassen läufst, überall an den Laternenmasten hängen jetzt wieder die Politnasen dran. Na, leider nur als Plakat. Aber es wird wieder versprochen, was das Zeug hält. Oder vorneweg der Seehofer, mein lieber Freund, wie der sich mittlerweile im Sekundentakt widerspricht, der geht aus der Kabinettssitzung raus, ins Klo, guckt in den Spiegel und sagt, dich kenne ich nicht. Anbau von Genmais verbieten, kein Problem, wenn im Gegenzug die Genkartoffel auf den Teller kommt. Na, ausgerechnet Seehofer, der als sogenannter Verbraucherschutzminister Monsanto doch erst die Tür geöffnet hat, der sich vor dem Bauernpräsidenten im Staub gewälzt hat. Varus, Varus, ich bring dir deine Legionellen zurück. Na, aber jetzt, bitte, jetzt haben wir Wahlkampf, jetzt schickt er seine Magd vor, Ilse Aigner, sein Maisgirl, die im Auftrag des Herrn verkünden darf, was er sich wahltaktisch wieder hat denken lassen. Wir in Bayern wollen die Gentechnik beim derzeitigen Forschungsstand nicht. Was übersetzt so viel heißt wie, jetzt wartet halt die Europa- und die Bundestagswahl ab, nachher sehen wir schon. Na, dabei, das Ganze mit Europa und Wahl, im Grunde genommen geht denen Europa doch sowieso schon längst am Arsch vorbei. Wir haben uns eine schwere Rüge aus Brüssel eingehandelt, weil wir uns als einziges Land in der EU weigern, die Empfänger von Agrarsubventionen offenzulegen. Und das, wo unsere Kanzlerin als strahlende EU-Ratspräsidentin mal ausgegeben hat, worauf es ankommt. Europa muss mit einer Stimme sprechen. Jetzt gilt wieder das gebrochene Wort. Aber egal. Na, ist nicht mal klar, dass wir Agrarsubventionsempfänger und Subventionsbetrüger nicht offenlegen. Das hatte Michel Gloß seinerzeit noch so hübsch begründet. Deutschland ist nun einmal ein großer Nettoempfänger und damit betrugsanfälliger als Länder, die nur geringe Summen aus Brüssel zu verteilen haben. Hä? Moment mal! Ich sag, was, hä, bitte? Was heißt das jetzt? Wer viel hat, darf auch viel bescheißen. Meine, natürlich nennen wir die Agrarsubventionsempfänger, die ganzen Dinge, dann kämen ja mal raus. Ne, wer alles da an dem größten Verteilungstopf der EU mitkassiert, Großgrundbesitzer sowieso, ist klar, aber auch RWE, klassischer kleiner bäuerlicher Familienbetrieb. Ne, eine 500.000, weil sie in so einem Kohletagebergbau renaturiert haben. Wahrscheinlich, gut, da kann man schon mal einen notleidenden Energieriesen ein bisschen unter die Arme greifen. Ne, auch die Lufthansa kassiert. Interessanter, ja, über ihre Tochter Sky Chefs. Die kassieren für jedes auf dem Flug servierte Gummihühnchen oder ein Klecks Kaffeesahne Agrarsubventionen, wenn das Zeug als Nahrungsmittelexport die Fluggrenzen der EU verlässt. Ist ja toll. Also, was ist jetzt, wenn der Pilot das Zeug nicht bekommt, er kotzt in die Tüte, muss er dann beim Rückflug, beim Wiedereintritt in den europäischen Luftraum Einfuhrzoll bezahlen? Ich weiß, mein lieber Freund, da muss der Seehofer aber noch lang strampeln, bis er den Leuten klargemacht hat, warum sie bei der Europawahl an die Urne gehen sollen, anstatt gemütlich zu grillen. Ah, was, ein schöner Grillabend, habe ich jetzt richtig verstanden? Nein, da liegen Sie komplett falsch. Wenn Sie eine Kochsendung wollen, müssen Sie sich an den Kerner halten. Der kocht jeden ab. Ne? Unser Journalistendarsteller wird ja bald wieder in seinem ihm angemessenen Serrano-Umfeld landen. Jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Sie sind Mann. Ja, das sehe ich. Nein, der Nachname, Tobias Mann. Mann wie die Frau. Ah, also ja, das ist richtig, das sehe ich. Das haben Sie, ja, Moment mal, wir haben Sie hier, Augenblick, wo habe ich denn? Wir haben Sie aufgeschrieben, Sie sind hier wegen, ja, agitierter Erschöpfungszustand. Ja, weil meine Generation, wir sind von der Krise so hart getroffen. Ich bin ja so Anfang 20, Mitte 30. Da ist also für uns ist das ganz, ganz übel. Ja, wahrscheinlich, weil T-Mobile mal 4 Stunden Netzausfall gehabt hat. Ja, meine Generation hat wenigstens gemerkt, dass das Netz überhaupt ausgefallen ist. Ja. Sie nehmen das scheinbar nicht so ganz ernst.
Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen aus, dass die Studenten von heute niedergeschlagen sind, antriebslos. Die wissen nicht mehr weiter nach ihrem Master of Haumischblau und Turbo Bachelor, was sie machen sollen. Ja, mir geht's auch manchmal so. Ich stehe manchmal morgens vorm Spiegel und denke mir, was? Das soll ich durch den Tag schleifen? Ja. Oh. Gibt schon oft Schicksale, ne? Schauen Sie mich an. Ach, wenn Sie auch, uff, Ihre Generation hat sich doch damals im Studium mit kaputt gemacht. Wenn ich die so angucke, die sind auch so mit dem Blümchen im Haar und mit dem Bier im Kopf über den Campus getänzelt. Ja, das läuft heute immer. Studenten von heute, die haben morgens keinen Kater mehr. Die haben Vorlesungen. Vorsicht. Ja. Vorsicht, junger Freund. Vorsicht. Das ist, wir haben schon teilweise im zweiten Semester heute Burnout-Syndrom. Ja, das gab's bei uns damals auch. Was, Burnout-Syndrom? Ja, wenn auf der Party nichts mehr zu rauchen da war. Oh. Ja, aber im Ernst, es herrscht so eine kollektive Depression bei uns in der Generation. Und deswegen gibt's auch keinen in unserem Alter in der Politik. Du hast doch in der Politik an entscheidender Position nur mit alten, brabbelnden Männern zu tun und Frauen, die über die Jahre zu alten, brabbelnden Männern mutiert sind. Ja, Sie lachen, ich habe keinen Namen genannt, aber Sie haben scheinbar ein Bild vor Augen. Ja, es tut mir leid, ja. Gut, einen gibt's. Einen jugendlichen Retter in dieser Krise. Zumindest auf dem Papier. Unser Freiherr von und zu Gutenberg. Unser Mann aus der Mitte des Volks. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist mir eiskalte Rücken runtergelaufen. Der Kerl sieht aus wie die Typen, die uns die Finanzkrise eingebrockt haben. Wie so ein nass gekämmter Investmentbanker. Der sieht aus wie der Michael Douglas in Wall Street. Gier ist gut, ja. Aber der ist der dritt- oder viertbeliebste Politiker mittlerweile. Ja, vielleicht mögen Sie ihn auch. Ja, er nickt. Ja, warum dann? Der hat doch noch nichts gemacht, außer dumm Gesicht und guter Eindruck. Aber es reicht für viele Leute. Die denken sich, oh, den mag ich, der macht ja nichts kaputt. Das ist wirklich unglaublich. Und dieses geschwollene Gerede immer, der ist 37. Wie alt kann man in dem Alter schon sein? Das ist ein 60-jähriger Gefangener im Körper eines 37-Jährigen. Das ist der Benjamin Button der CSU. Aber es ist wirklich, diese ganzen jungen Politiker, der von Gutenberg da in Hessen, der Schäfer, Gümbel oder der Missfelder von der Jungen Union, das sind alles so Typen, die sind nur in die Politik, weil sie nie in die Disco reingekommen sind. Und ganz schlimm wird es dann, wenn die so Jugendlichkeit simulieren und einer auf der Obama machen. Ja, das wird im Wahlkampf ja so ganz oft missbraucht, dieses abgedroschene Yes, we can. Und denkst du dir schon von weitem, no, you can't. Obama-Geschwindigkeit erreicht in Deutschland niemand. Ich meine, jetzt wollte sie sagen, gut, beim Obama läuft es gerade auch nicht rund, aber der Obama, der echte, der hatte mal gezeigt, was möglich ist. An seinem ersten Arbeitstag, Obama, erinnern Sie sich, erster Arbeitstag, hat er die Schließung von Guantanamo veranlasst, ein Gesetz gegen Bestechung erlassen, 15 offizielle Empfänge gehabt, 60 Telefonate geführt, hat seine Kinder in die Schule gebracht, ist übers Wasser gelaufen und hat einen Kuchen gebacken. In der Zeit hat die Merkel noch immer die Backmischung aufgerissen. Das ist doch wahr. Das krieg ich doch Hals. Vergreifen Sie sich nicht an Personen, die dem Chef gehören. Und ja. Trinken Sie ein bisschen Wasser. Hilft das hilft. Auch gegen die Merkel. Gut. Ja, Gott sei Dank. So, mit dem Wasser, das war eine blöde Idee. Ich merkte schon, mir geht langsam die Wut aus wieder. Hallo, Chef. Oje, die SPD, noch so eine Wut. Noch so eine wutlose Gestalt. Ich wollte mal fragen, ob Sie nächste Woche mitkommen. Was? Woi? Zum Patientenausflug. Wir machen doch ins Willy Brandt-Haus. Wieso weiß ich davon schon wieder nichts? Was hat das Ding doch organisiert, unseren Patientensprecher? Ja, auf so Leute wie euch hat die SPD gerade noch gewartet. Hören Sie, wenn man so tief im Keller sitzt wie mir, da ist man nicht wählerisch. Sehen Sie. Was heißt denn hier Keller? Boden ist festgetrampelt, Leiter fehlt jetzt ganz. Aber wir können Wahlkampf, wir sind drauf, egal. Merkel kann das nicht, Opposition ist Mist. Mist kann die Merkel auch nicht. Wir planen. Ja, das ist gut immer, wenn Sie die Münde machen. Ne? Das ist gut, dass wir den haben noch. Ne? Wo der den Mumm als noch hernimmt, Sie, das frage ich mich manchmal. Ne? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Willy Brandt-Haus, vierter Stock, bei Wasserhöfel-Leuten. Das ist... Medikamentenausgabe. Der war gut jetzt.
Aber jetzt mal ernsthaft. Manchmal frage ich mich, der Mündeferien ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Wo nimmt der, ob der fragt man sich, nimmt der meins die rote oder die blaue Tablette? Die gelben. Wollen Sie mal probieren? Das sind die vom Münde. Oh ja, gut, warum nicht? Ich meine, die Spekulanten, die koksen ja auch, was das Zeug ja, hält. Aber Obacht, vierteln die Tablette. Das wäre auch mal so ein Motto, gell? Dass man sagt, den Kapitalisten mit seinen eigenen Waffen schlagen. Oh, das steht ja aber nicht drin in eurem neuen Wahlprogramm, oder? Na, das älter. Ja, das. Aber das wäre, das war ja auch wieder so ein Ding mit unserem Programm. Da haben wir aber den Kittel vollgerät, mein lieber Mann. Aber von aller Seite, das war ein Fehler, dass wir das Programm so früh rausgebracht haben. Wir hätten das mehr in der heißen Phase hätten müssen. Nein, das war schon richtig. Nein. Möglichst früh vorstellen, damit es bis zur Wahl wieder vergessen ist. Na, das, gucken Sie mal, die Schwarze, nicht? Die warten ja doch auch mit ihrem Programm. Na, die warten nicht, die haben keins. Und das glaube ich nicht, sie. Die haben eins. Und die warten, bis sie gewonnen haben, die Wahlen, und dann packen sie aus. Verstehst du? Dann kommen sie mit ihren Papieren aus dem Giftschrank, die machen es genau wie die Bank. Moment mal, langsam. Dieser unglaubliche Finanzsumpf wird doch trockengelegt jetzt. Da hat sich gerade euren Steinbrück hat sich doch stark gemacht. Dafür auf europäischer Ebene. Ach, Herrn Suff. Ja, mit ihm ist es zu verdanken, dass die EU jetzt eine High-Level-Group zur Krisenregulierung eingesetzt hat. Und das klappt. Aber schon, bei den Hochkarätern, die da drin sind, der ehemalige Managing Director von Lehman Brothers Europe, Berater von Goldman Sachs, Berater von der Fast-Pleitebank Citigroup und last but not least Wirtschaftsprüfer der KPMG, die noch im letzten August der Hypo Real Estate bescheinigt hatten, dass selbst bei einem Worst-Case-Scenario die volle Zahlungsfähigkeit der Bank sichergestellt ist. Jetzt fehlt nur noch Roland Berger. Was ist denn los? Ich versuche die Tablette noch nicht zu schlucken. Das ist ein Haufen Zeug, vier Stück. Vierteln! Was? Ich hab Vierteln, hab ich gesagt. Vierteln. Und zwar nur eine. Und die Vierteln. Ist doch egal. Muss man ein bisschen mit Wasser nachschlucken. Ist doch für einen guten Zweck. Muss ich gucken, ob ich noch ein bisschen Wasser für Sie finde. Bleiben Sie hier, rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt sind Sie fort. Na, ich sehe das. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Ne? Vielleicht halte die Tablette bis Freitag. Ne? Ich gehe doch zu der Mai-Kundgebung jedes Jahr. Ne? Und dieses Jahr gehe ich auch wieder hin. Und da sage ich der Kollege vom Opel, sage ich, Kollege, ich bin für Staatshilfe, aber für mein Geld will ich auch an ein Auto haben. Das sage ich denen. Das, guck mal, die haben bei der Entwicklung vom Opel haben die 5000 Ingenieure. Da sollen ein paar dabei sein, die machen den ganzen Tag nichts anderes, wie so lange Autotüren auf und zu, bis die schmatzen beim Zumachen. Nicht? Also, dass die sich nicht blöd dabei vorkommen. Nicht? Verstehst du? Was sagen die ihre Kinder, wenn die Kinder daheim fragen, wofür du studiert hast? Nicht? Die lernen in der Schule Klimakatastrophe und du bist Ingenieur geworden, damit die Autotür schmatzt beim Zumachen. Also, die haben sie doch nicht alle. Verstehst du? Der Arne Inde, der baut jetzt Autos für 2000 Euro Stück. Da schmatzt kein Tier. Na, aber das Ding fährt und die Leute können es sich leisten. Ne, da solltest du doch mal so Autos machen in der Entwicklung. Und dann kommen sie aber gleich und sagen, so ein Auto rentiert sich nicht. Ne, für uns schon. Verstehst du? Wenn es ums Rentieren geht, musst du doch immer fragen, für wen? Für wen rentiert sich und für wen rentiert sich nicht? Verstehst du, das geht? Mit mir haben sie doch auch so ein Ding gemacht letzte Woche. Neulich, wo war das? Ein paar Wochen her. Ich war beim Doktor wegen Prostata. Ne? Und da hat die Sprechstundehilfe gesagt, also es gibt da was Neues. Das wäre sehr schön, da muss man die Hose nicht runterlassen. Ne? Ja, wird auch hinten gar nicht mehr rumgefingert. Ist ein Bluttest, kostet 25 Euro extra. Ich meine, mir war es ja recht, verstehst du? Hab ich mal Ruhe gehabt, ich habe die 25 Euro bezahlt. Bluttest, eine Woche später rufen sie mich an. Sie hätten einen Befund, wissen aber nicht, was es ist. Ne? Also,
Ja, du musst jetzt doch wieder hin, musst die Hose runterlassen. Und dann steht ein paar Tage später in der Zeitung, dass bei denen scheiß Prostata das, die was kostet, die zahlt die Kasse deswegen nicht, weil man gar nicht den Befund kennt, wenn es draußen ist. Also, verstehst du? Für den Arzt rentiert sich der Test. Nicht? Der möchte sich die Finger nicht mehr dreckig und hat 25 Euro extra. Ich hab früher das Geld noch dafür gekriegt, dass ich mir die Finger dreckig gemacht habe. Verstehst du? Für den rentiert sich der Test. Für mich rentiert sich der. Ich weiß auch noch nicht, als noch nicht, ob ich ein Geschwür hinten drin habe oder nicht. Ich weiß nur eins. Nicht? Bei sowas sind mir immer der Arsch und das ganze System, das ist das Geschwür. Und da rentiert sich ein Eingriff. Das kann ich euch sagen. Der wäre auch völlig ungefährlich. Das gibt's gar nicht mehr mit Messer bei modernen Krebs. Vergiften und aushungern. Den Drecks, der Scheiß. Du musst nur wissen, wo er sitzt, der Krebs. Am besten noch mit Adresse und Wegbeschreibung. Und da gehe ich nächste Woche, wenn wir im Brandhaus sind, zu euch, Genosse Franz, gebe die Tablette raus. Der Krebs ist besiegbar. Vergifte und aushungern die Parasiten. So musst du es machen. Scheiße. Das ist die Das ist kein Problem. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Wasserspeiern Frank Markus Barwasser, Philipp Sonntag und Tobias Mann. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet, direkt nach der Bundespräsidentenwahl am 26. Mai. Lassen Sie sich wieder einliefern, wie immer um 22.15 Uhr live, direkt nach dem Heute-Journal.